Herzlich willkommen, es ist 6.30 Uhr. Gut, dass das Frühstücksbuffet von unserem Hotel so früh aufmacht, denn wir werden schon um 7 Uhr abgeholt, denn heute geht es zu verschiedenen Inseln an verschiedene Tauchspots, Schnorchelspots, dass wir die wunderschöne Unterwasserwelt von Thailand uns anschauen können. Das heißt, jetzt erstmal ab zum Frühstück, dann fahren wir mit dem Schnellboot ungefähr eine Stunde lang zu verschiedenen Inseln und gehen da an verschiedenen Schnorchelspots unter Wasser. Viel Spaß beim Video. So, der erste Stopp hier ist ein Dorf von Seezigeunern, so haben die das genannt. Und da werden wir jetzt kurz durchgehen. Da kann man Sachen shoppen, Souvenirs kaufen und so weiter. Wir haben gerade hier angelegt, zusammen mit drei anderen Booten. Und wir gehen jetzt ein bisschen durch dieses Dorf durch und dann noch ein bisschen am Strand entlang. 25 Minuten ist hier Stopp. Also kurzes Fazit zum ersten Stopp, ist hier schon ein geiler Strand, den werden wir hoffentlich noch öfter sehen. Ich glaube, das Dorf ist eher so eine Touristenfalle, dass man überteuerte Accessoires kauft. Es gibt schon ganz coole Sachen, aber ja, also einmal sollte man durchgehen, weil es schaut schon geil aus, das Dorf. Aber das Highlight ist natürlich jetzt das Schnorcheln und da geht's jetzt hin.
So, Spot Nummer 4. Hier wird Mittagspause gemacht. Das heißt, wir kriegen jetzt dann was zu essen und können hier noch am Paradise Beach. So, einmal kurz snacken. Das hier ist Mittagessen, quasi eine Stunde Zeit haben wir. Da gibt es Essen, da ist Buffet. Hinter mir sind auch noch ein bisschen mehr Plätze. Jetzt haben wir eine Stunde hier Zeit und dann geht es zum dritten Schnorchelstopp weiter. Wir müssen aber mit dem Longboard rausfahren, weil es Ebbe ist gerade und das Speedboat nicht so nah an den Strand ran kann. Das heißt, wir wurden gerade hergefahren mit dem Speedboat, jetzt kommt die Ebbe. Und dann müssen wir mit so einem Longboard wieder rausgefahren werden zu unserem Boot. So, wir sind jetzt am Paradise Beach, haben wahrscheinlich noch ungefähr 50 Minuten. Und genau deshalb kommt man eigentlich nach Thailand. Hier kann man perfekt die Bilder machen, die man so aus irgendwelchen Videos kennt. Wasser geht 50 Meter, 100 Meter raus, dass man noch stehen kann. Wir gehen jetzt ins Wasser, machen ein paar coole Aufnahmen und dann geht es nachher weiter zum dritten Stopp, wo wir wieder schnorcheln. Weil da drüben Motoren ausgefallen sind von dem Boot. So, alle wieder auf die Plätze. Es geht anscheinend weiter. Ich weiß nicht, ob wir sie abschleppen, ob sie es gefixt haben. Alle fahren wieder. Es geht weiter. Wahrscheinlich haben sie es gefixt, wir müssen es niemand abschleppen, aber weiter geht's. Da im Hintergrund packen gerade noch alle zusammen, die auf dem Booten waren, also die Crew von den Booten. Ich habe so einen Hunger, da hinten ist Buffet. Ich werde mir jetzt gleich was holen. Ich hoffe, es gibt was Gescheites und was Wahres. Ich habe so einen Hunger, das ist so anstrengend gewesen. Also einfach den ganzen Tag auf See, insgesamt wahrscheinlich 2 Stunden schnorcheln fast. In der Sonne, Seeluft, ich habe einfach Mordshunger. Und wie gesagt, ich hoffe, es gibt was Geiles. So, das ist das Essen. Hat sich doch gelohnt.
So, nach dreiviertel Stunde Fahrt wieder zurück im Hotel. Ich bin euch noch ein kleines Fazit schuldig. Ich fange mal an mit den negativen Sachen kurz. Zwei negative Sachen gibt es eigentlich. Das erste war die Fahrten. Ich meine, es ist logisch, man muss zu einem coolen Tauchspot oder Schnorchelspot hin. Aber man wird vom Hotel abgeholt, fährt erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde dahin. Dann nochmal eine halbe Stunde oder Stunde oder so dort Frühstück. Und dann fährt man eineinhalb Stunden mit dem Schnellboot zu den Inseln hin. Das heißt, wir waren um 7 Uhr wurden wir abgeholt, um 10 Uhr waren wir in der Insel. Das heißt, drei Stunden erstmal unterwegs, bevor irgendwas passiert ist. An den Inseln war es eigentlich voll entspannt. Also da ist man 5 Minuten gefahren immer, vielleicht maximal 10 Minuten zum nächsten Schnorchelspot oder zur Mittagspause. Das war voll entspannt. Das Zweite, was ich nicht so geil fand, war das Essen. Frühstück war eigentlich non-existent. Da gab es so einen trockenen Kuchen, Art Muffins, ein bisschen schlechten Kaffee und Wasser. Gut, dass wir davor noch um 6.30 Uhr hier im Hotel gefrühstückt haben. Mittagessen ist, glaube ich, an sich nicht schlecht, aber ich glaube, wir waren das letzte Boot, weil sie nach uns auch abgebaut haben. Und deswegen war halt alles kalt. Abendessen war, finde ich, nicht schlecht, aber auch das war irgendwie kalt. Also der Schaschlik-Spieß war eigentlich frisch vom Grill, aber auch irgendwie nur noch lauwarm. Ich weiß nicht, wie die das hinbekommen. Naja, was habe ich mitgenommen vom Tag? Ein Sonnenbrand und richtig geile Erlebnisse. Also Schnorcheln ist auf jeden Fall wert. Das Ganze kostet 100 Euro. Die Bootstour, gut, naja, ist okay. Das Dorf am Anfang war auch okay, aber das Schnorcheln ist richtig geil. Ich habe richtig geile Tiere gesehen. Anemonenfisch, also Nemo. Dory habe ich gesehen, also der Doktorfisch. Eine Moräne, die ungefähr geschätzt 2 Meter lang war. Andere coole, bunte Fische, wo ich keine Ahnung habe, wie die heißen. War ein richtig cooles Erlebnis. Und wie immer, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.